Hallo zusammen, es ist wieder Wochenende und es gibt wieder eine neue Torte bei mir. Diesmal ist es wieder eine ohne Backen, denn es ist ja warm draußen, da mache ich nicht gerne den Ofen an. Und diesmal ist es auch nochmal eine mit Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren und die Zeit muss ausgekostet werden. Und dieses Mal ist der Boden mit weißer Schokolade und Cornflakes. Mal was ganz anders. Ein bisschen crunchig und lecker ist sie sowieso. Habt ihr Lust, was Neues zu probieren? Dann schaut weiter. Und das sind meine Zutaten für den Kuchen. Ich brauche weiße Schokolade, Cornflakes, Schlemmercreme von Ruf, Dr. Oetker Paradiescreme geht aber auch, dann die Schlagsahne, dann die Erdbeeren und ich habe Tortenguss in Rot vergessen. Und jetzt geht's los. Und anfangen tun wir heute mit der weißen Schokolade. Die einmal in grobe Würfel machen und dann werden die einmal im Wasserbad erwärmt. Und zwar braucht ihr 250 Gramm weiße Schokolade und Cornflakes 100 Gramm. Und jetzt einmal schmelzen lassen. So, das Wasser darunter ist am Kochen und durch den Dampf schmilzt jetzt die Schokolade. Es geht vielleicht auch in der Mikrowelle, muss man nur aufpassen, dass es nicht anbrennt. Weiter geht's mit den Cornflakes. Das sind 100 Gramm, das ist der Boden jetzt. Und den zerkleine ich ein bisschen. Ihr könnt das auch in eine Tüte tun und mit dem Nudelholz drüber rollen. Aber ganz so fein möchte ich das nicht haben. Jetzt fette ich einmal die Form mit Öl ein, damit die Schokolade da gleich nicht so ganz doll dran klebt, dass mit die auch wieder abgeht, wenn wir den Kuchen von der Form haben möchten. Und wenn die Schokolade geschmolzen ist, gebe ich sie jetzt in die Cornflakes. Alles gut durchrühren. Und wenn sich alles gut vermischt hat, einmal in die Springform drücken. Das Ganze nicht zu fest drücken, sonst ist der nachher knackehart. So, und jetzt einfach erkalten lassen. Könnt ihr in den Kühlschrank stellen, könnt ihr auch einfach so einmal in der Küche irgendwo hinstellen und dann in einer Stunde weitermachen. So, und jetzt geht's weiter mit der Sahne. Zwei Becher Sahne in eine Schüssel geben. Und jetzt kommt das Puddingpulver da rein und ihr schlagt das einfach auf, bis es schön fest geworden ist. Es ist richtig fest geworden. Jetzt noch die Erdbeeren einmal putzen. Und jetzt schneide ich sie in Würfel. Aber nur ein paar. Ihr könnt sie auch in Scheiben schneiden. Oder er legt sie ganz drauf. Also ich würfel sie jetzt und gebe sie mit in die Creme. Und ein paar lasse ich zur Dekoration für oben drauf. Alles runterheben. Und jetzt gebe ich das auf meinen Boden. Und alles einmal glatt streichen. Und jetzt dekoriere ich noch mit ein paar Erdbeerstückchen drauf. Müsst ihr nicht, könnt ihr auch so lassen, könnt auch nochmal Schokolade drauf machen oder was auch immer ihr zum Dekorieren zu Hause habt. Irgendwas passt da immer drauf.
Soweit habe ich ihn dekoriert. Jetzt muss ich nur noch einmal Tortenguss kochen, roten, und den ziehe ich da drüber, damit die Erdbeeren ein bisschen schöner bleiben. Habe ich ganz vergessen, euch hinzustellen. Jetzt habe ich das 5 Minuten abkühlen lassen und jetzt kommt das hier einfach oben drüber. Er war jetzt 2 Stunden im Kühlschrank. Jetzt einmal die Form lösen. So sieht er aus. Ihr könnt noch dekorieren mit ein paar Streuseln oder mit Mandeln. Oder ihr lasst ihn so. Das ist meine schnelle Torte. Auf kaltem Wege. Also ein Kühlschrankkuchen wieder. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein, wenn es heißt einfach und lecker mit Claudia. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. Und so sieht er von innen aus. Probiert ihn aus. Einfach und lecker auf kaltem Wege.